Wenn Sie wüssten, wie leid mir das tut, Herr Doktor. So ein liebes Sündchen, nicht wahr? Und so ein schreckliches Ende. Ach, es kommt noch viel schlimmer. Nein. Doch, damals. Ja? Ich mag so 10 gewesen sein. Ja? Damals haben wir einen Dackel gehabt. Einen Dackel? Den habe ich noch viel lieber gehabt, wissen Sie? Was Sie nicht sagen. Wegen seiner treuen und lieben Augen. Ah, das war ein goldiges Hündchen, wie? Und was ist dem nun zugestoßen? Er wurde gefressen. Oh nein! Nein. Ich meine, überfahren wurde er von einem Lastwagen. Bitte, erzählen Sie mir das bitte nicht. Das ist so grauenvoll. Das ist... Oh, es zerreißt mir das Herz. Da krampft sich alles zusammen bei mir. Heute noch sehe ich die lieben Augen, wie er da lag und mich angesehen hat. Überrascht mich nicht, dass Sie so ein gefühlvoller Mensch sind, Herr Doktor. Moment, ich meine, da angekrochen. Ja, eben hat's Hündchen, nein. So ein Unglück, ja, wenn ich denke, so. Wenn mir das passiert ja, wäre. Ja, Moment, bitte. Ja, bitte. Ah, da sind Sie. Ihre Frau hat mir schon gesagt, dass ich Sie hier finde. Sie Unmensch. Was? Jawohl, Unmensch. Unsere Familie haben Sie zerstört. Sie Hallo, Ihnen ist wohl nicht gut, Frau Doktor. Sie mir vielleicht erklären, was unserem Familienglück einen Todesstoß ich versetzt. Einen Todes? Weil Ihr Sohn unsere Tochter zur Autodiebin gemacht hat. Ich bin doch auch so arm dran. Wie konnten Sie nur? Jeden Abend habe ich ihm gesagt, sei bloß nett zu diesem Fipsmädel und mach mit ihr keinen... Schweigen Sie. Mund halten. Sie sind ein Verbrecher. Ich ein Verbrecher? Na wunderbar. Ihr seid meine Sie haben ihn doch erzogen. Und Sie arbeiten in der Pädagogik. Hört nicht auf Sie. Ironie. Ja, ich werde dafür sorgen, dass Sie rausfliegen. Rausfliegen, ein Ball ja? schmutziger Daran Wäsche. Ich kein Interesse das ist jedenfalls das, was ich Ihnen verhört. Ich darf mich nicht aufregen. Ich weiß, dass aber meine wenn Gefäße... Sie das wissen, warum tun Sie das? Kommen Sie. Helfen Sie, Frau Pollock. Es ist besser, Sie gehen. Am besten, Sie bringen Sie nach Hause. Martin, schnell. Martin, hörst du? Martin, das ist ja gut. Hallo, komm her. Darauf können Sie Gift nehmen, dass wir uns noch sprechen. Man muss sich nicht alles bieten lassen. Los doch, komm schon. Eine Frechheit, das Ganze. Ist schon was zu sehen? Da. Hallo, Papi. Grüß dich. Hallo. Ich darf dem Herrn Ingenieur eben was erklären, ja? Nenn mich nicht Ingenieur, sag Onkel zu mir und duz mich. Ich mach das auch bei jedem. Sympathischer Junge. Vor allem gescheit. Da gebe ich dir recht. Na, sprich weiter, komm. Wenn man die Stromkreise B und F zusammenschließen würde und dem Stromkreis C diese Werte integriert, wie man es gewöhnlich macht, ließ sich eine physische Form der Strahlung in Erwägung ziehen. Habe ich mich klar genug ausgedrückt? Junge hat der junge Köpfchen. Das würde also bedeuten, du wärst nicht mehr oben auf dem Bildschirm, sondern hier bei uns, ja? Aber das ist doch... Wie denn? Wie soll das gehen? Das verstehst du nicht, Papi. Du bist kein Techniker. Der Onkel weiß, dass sich bestimmte Arten von Strahlen materialisieren lassen. Dann könnten die Eltern die künftigen Kinder mit heimnehmen. Vielleicht für ein paar Tage oder so. Was faselt er da? Das ist doch unmöglich. Ich meine, das ist doch... Du bist dir das ist völlig unmöglich. Du bist dir hoffentlich darüber klar, dass du mit dieser Pollock eben ein Genie gezeugt hast. Hä?